Hallo Leute! Oh je, meine Nase, Mann! Ich bin seit zwei, drei Tagen die ganze Zeit am Niesen, ey. Ich weiß auch nicht wieso. Ich muss teilweise fünf, sechs, sieben, acht, 81 Mal hintereinander niesen, Leute. Was geht? M zu dem OT ist back auf eurem Bildschirm. Nach all der langen Zeit, die ich mit Aki verbracht habe, every day, every night, Leute. Da mache ich mir erstmal die Hose auf, wenn ich euch sehe. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander den Timer wegzumachen. Denn wir hassen den Timer. Gar keinen Bock auf den Timer. Leute, ich habe gerade erstmal das Spiel gestartet. Da bin ich wieder, Leute. Da bin ich wieder. Eben zu dem Oti. Back auf eurem Bildschirm. Der ganz entspannte Moti. Ich bin jetzt wieder völlig ausgeruht aus meinem Wochenende. Komme ich wieder. Und mache für euch. Unterhaltung oder so. Keine Ahnung, was ihr hier wollt, Leute. Keine Ahnung. Ich bin aber auf jeden Fall da und ihr vielleicht auch. Was geht? Was geht, Leute? Was geht, was geht? Es hat echt. Es war schon. Muss ich muss es ehrlich sagen. Es war schon krass, jetzt zwei Tage nicht hier zu sein. Ich fühle mich wieder voll gesättelt so. Ich bin wieder bereit für die nächsten sieben Tage, Leute. Wieder zwei Wochen lang durch Juhu! juhu. Okay. Leute, ich finde keine TP, fange ich mit was anderem heute an. Ich muss auch erstmal die Liste öffnen, die Daily Liste. Ich habe heute, Leute, ich bin heute um 12 Uhr oder so aufgestanden und ich habe bis eben gerade ja, bis eben gerade habe ich die Wohnung sauber gemacht. Komplett, komplett von vorne bis hinten. Es, ich habe bestimmt, ich habe bestimmt zwei Hörnchen rausgefegt was die Haare und alles betraf und, und der ganze Staub, Ey, Ich habe heute. Ich habe bestimmt drei von, drei von diesen lustigen Packen oder mehr, habe ich verbraucht. Weil ich die ganze Zeit. Hachu, Hachu! Wisst ihr? Mehr für den Leute. Mehr für den Okay, lass uns mal hier. Lass uns mal ein bisschen hier reingehen. Ähm, warte mal, ich habe mit Jesse heute geschrieben. Wann ist heute Stream? Ich muss das wissen, hat er mir um 16 Uhr geschrieben. Äh, jetzt! LOL. Okay. <laughs> typischer typischer Moti, Leute. Hat er mir vor drei Stunden geschrieben. Ich sag, jetzt. <laughs> okay. Das hatte ich vor zwei Jahren ganz lange. Dauerhaft niesen. Bruder, ich will, dass das wieder aufhört. Ich will, dass es wieder aufhört. Es ist so schlimm. Ich weiß nicht, seit zwei Tagen oder seit zwei, drei Tagen, die ganze Zeit ist beim Fahrradfahren. Ich bin, ich bin mit dem Fahrrad gefahren. <laughs> ich konnte, ab, ich, ich bin echt gefahren wie ein Wahnsinniger, weil ich konnte kaum meine Augen aufmachen, weil ich die ganze Zeit niesen musste. Oh je, Gefährdung vom Straßenverkehr, Leute. Ah, da haben wir uns hier wieder versammelt, um gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander die ganze Zeit in sein Mikrofon zu labern. Ja, ja, ja. Das mache ich, Leute. Und irgendwelche Dailies zu machen. Ich muss in den Master Student Shop, Leute. Ich bin auch ein bisschen... Ich bin ein bisschen verschnauft. Es könnte auch sein, dass ich des ein oder anderen Males heute ein bisschen schnaufi-schnaufen machen tue. Leute. Ich bin auch schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. Vom ganzen... Vom ganzen Sauberzaubern. Okay, einmal die T6-Hushu hier. Ich weiß auch, drei ist draußen, ich habe das auch eigentlich noch nie draußen gehabt. Normalerweise, wenn Staub ist, ja. Wenn ich, wenn ich sauber mache in der Wohnung, normal. Dann muss ich halt ein bisschen Hatschi-Hatschi-Husti-Husti. -Husti, und danach ist das Leben auch wieder gut. Aber die letzten zwei Tage war das Leben danach absolut ganz und gar nicht wieder gut. Ist eigentlich normalerweise, wenn ich draußen bin, auch alles weg, aber. Was auch immer in hier war oder gewesen ist oder, oder ist oder oder woran das gelegen, ist ganz tief in meine Nase gekrochen und hat mich selbst draußen nicht in Ruhe gelassen. <laughs> immer nur Räumlichkeiten, ja die Räumlichkeiten, die sind gefährlich. Hey Jules. Wir vermissen dich. Wo bist du, Jules? Zeig dich, Jules! Wo bist du? Okay, okay. <laughs> Mir geht's gar nicht gut. Wir uh. geben uns ASMR, awesome Nisa. Tu es für uns. Gerne doch, gerne noch. <laughs> ich merke auch, jetzt, wo ich gern so viel rede, es wird immer schlimmer. Cricks? Ich mochte Cricks. Ob Julian morgen wieder kommt? Julian, wo bist du? Versteck dich nicht! Wir finden dich! Will man nicht. Julian? Julian, wo bist du? Ach Leute, irgendwie... Ich kann mich doch kaum konzentrieren. Was hat Aki geschrieben? Wo hast du meinen blauen Garn gefunden, hingelegt? Der sollte gewesen sein im, im Plastikschrank. Moti war heute einfach mega produktiv. Der produktive Moti. Ich habe so viel sauber gemacht heute, das kann man sich gar nicht vorstellen. So viel sauber mache ich einmal. Alle drei, viermal im Jahr, Leute. Wenn's, ich sag, ich würde sagen, viermal im Jahr mache ich so sauber, wie ich heute sauber gemacht habe. Der sauber einem zu dem Auti, Während ich geschlafen habe, das stimmt natürlich. Aber dafür tust du ja andere Dinge, mein Schatz. Nämlich unsere Portemonnaies füllen zum Beispiel. Ich bin da eher weniger erfolgreich hier mit meinem scheiß twitch weil alle, die mit zuschauen, undankbar sind. Okay. Dieses Emote. Ich liebe dich auf homoerotische Basis. Digga. Ich liebe dich auch auf homo, auf homo-sapiens-sapiens-Basis. Äh, die Sushu-Box, Leute, die Sushu-Box. <laughs> Ich habe auch schon heute zwei PEs und IK gemacht, aber IK mache ich eh nie auf Onstream. Die Bildqualität. Meine Bildqualität sieht. ähm, zufriedenstellend aus, würde ich behaupten. Wer sich hier wegen der Bildqualität beschwert, ja, der muss halt mehr Kaufeis schicken, Leute. Für einen noch besseren Computer. Der 4000 Euro Computer kommt! Okay, die Sushi Box habe ich schon geholt. Dann muss ich jetzt Oh, nein, Leute, Leute, ihr wisst es. Leute. Ich habe glaube ich, hab, ich habe ich habe die letzten Tage habe ich nur ein einziges Mal, glaube ich, Schools gemacht in der ganzen Zeit, weil ich habe halt die meiste Zeit mit Akimaki verbracht. Zumindest haben wir es versucht. Äh Äh Ja, aber zweimal zweimal muss ich noch machen. Weiß ich doch nicht, was ich gerade sagen wollte, Leute. Äh, T5 dailies, stimmt. Ich habe auch gestern, äh, nee, ich weiß, mein School Spy, School Spy. School Spy. Ich habe gestern ganz viel Punkte gesammelt. Ich habe gestern so rein damit man bekommt ja <laughs> Man kriegt ja für daily activities kriegt man ja activity points. Hier man muss 100 sammeln am Tag und kann bis zu 1000 sammeln in der Woche. So die Stars kriegt man aber eigentlich automatisch, indem man einfach nur zweimal PE macht, einmal Team Practice, einmal Impact Knowledge ist schon eigentlich voll. Also braucht man gar nicht drauf achten, macht man sowieso, weil man das, das sind eh daily Dinger, die man immer macht. Und wenn man aber hier ganz ganz viel macht, zum Beispiel noch die Escort und roam the world und so. Und, und auch äh, Instanze läuft und so, dann bekommt man ganz viele Punkte. Ich hatte gestern 380 Punkte. Wenn man dann genug Punkte hat, Leute. Genug Punkte. Merkt euch das. Ihr braucht genug Punkte. <laughs> okay. Dann kann man hier. Ähm, wenn man ganz, ganz viele Punkte hat, kann man hier Liang gewinnen. Nämlich Anbau und Liang, Leute. Das ist das kostbare Liang. Ich habe gestern auch schon was re recht Teures verkauft. Weswegen ich jetzt super duper sechs Teile auf Gold C7 habe, Leute. Das habe ich mir gestern noch gegönnt, Leute. Aber auf, auf richtig krank. Das Gute hier im Spiel an der Rüstung ist, man behält die für immer. Ja, Leute, und ich habe gewonnen, aber ich habe nicht ansatzweise so viel gewonnen, wie ich wollte. Ich bin hier auf Platz 15. Ich bin 380 Punkte. Ich habe richtig viel reingehasselt. Ich habe auf die 200 Liang gehofft. Ich habe nur 200 bekommen. Ja, Trauer, Leute, Trauer. Aber deswegen habe ich gestern ringig reingehasselt und auch Schools bei uns so eine Scheiße gemacht. Hörnchen wollte es auch mitteilen. Was ist mit Hörnchen, Mönchen? Okay, School Spy, Leute. Zweimal Tang und dreimal Shaolin. Oh mein Gott, es fängt an. Ah, Laser. Ah! Ich hole mich schon mal. Das, das Ding ist, es ist auch richtig fies, die Scheiße. Es kribbelt die ganze Zeit, aber es liest nicht so oft. Okay, Naseschnaufen, ASMR, Leute. Heute der Nasalemoti. Aber ihr Süßis seid wie immer da, Leute. Das freut mich wirklich. Ich komme online und meine Süßis sind da. Ah, ich glaube, das wäre am, am, am ehesten, wenn ich euch einfach meine Süßis nennen würde, Leute. Wir haben doch letztens da Community-Namen gesucht. Mann, ich bin echt verschnupft, so das will doch keiner so hören. Alter, hör auf damit, meine Nase. Oh, okay. Ich werde auch, werd auch langsam komisch hier. Meine Nase soll aufhören, damit. Ich brauche übersteuertes Nasenschnauben. Kann man bald einen Stream Request, wo alles übersteuert ist? Aber natürlich, Leute! Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich technisch über... Doch, ich kann technisch übersteuern. Damals habe ich eingestellt, dass ich nicht übersteuern kann, aber. Aber ich habe es anscheinend. Also, ich komme in den roten Bereich rein. Ich habe irgendwie. Ich habe das Mikrofon noch einmal irgendwie eingestellt und dann auch nicht mehr. Aber durch den neuen Computer hat sich einiges verändert an Einstellungen. Ich kann nicht mehr einmal einfach meine alten Einstellungen nehmen. Ja, Leute, das sind Dinge, die, die. Das sind halt Dinge, ne? Aber ich glaube, vom Ton und allem ist der Stream ganz in Ordnung. Ich habe nicht viel eingestellt. Äh, was mache ich hier gerade mal wieder? Ich muss. Ich muss. sterben. Sterben muss ich. Ich muss sterben, Leute. Ich muss dem Tod ins Gesicht sehen. Und weil ich mal wieder alles vergessen habe und alles auch gleich wieder vergessen werde, muss ich einmal hier alles manuell abschalten. Weißt du, was manuell heißt? Ich hasse es Leute. Ich hasse es Und danach. Noch die Demon Gatebox und dann geht's auch direkt schon nach Jinling und so. Manuel! Ich habe den Sound in meinem Kopf, obwohl ich den Typen nicht mehr kenne. Weißt du, was Manuel heißt? Hab ich den. Hab. Ich, glaubst du. Ich glaube, das ist einer der der, 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 äh, der Sounds, die ich verloren habe. Ob ich das so auf die schnelle Welle finde? Lass mich erst einmal hier in den Dings reingehen. Ich mache eine Runde Tanmen kurz und dann schaue ich kurz danach, weil wir haben ja den E-Cooldown. Ja, ich habe halt leider, ich habe damals auf meinem Teamspeak habe ich Dinge gespeichert gehabt, weil ich dachte, der Teamspeak, der wird eh niemals offline gehen. Das ist, das ist ein safer Bunker der Teamspeak. Ja, und dann war der safer Bunker nicht mehr da. Ich hatte da drin auch. Es gab für Premiere für Photoshop und für, äh, für äh, After Effects gab es doch die DLL-Datei. Man, man hat immer normal Photoshop uns so runtergeladen, hat dann das Internet gekappt, also hat Updates abgeschalten und hat die Internetkommunikation abgeschalten. Und dann hat man die DLL-Datei ausgetauscht nur. Und dann war Product Key registered. Ja, somit hat man sich immer gecrackt. Ge ge und ich hatte von, von allen drei hatte ich die scheiß DLL-Datei auf meinem Teamspeak. Und die hatte auch funktioniert, als man geupdatet hatte. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind irgendwann von. CS2020? Ey, keine Ahnung. Aber irgendwann sind die doch gewechselt von in, 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 in irgendeinem Jahr zu CC oder sowas. Und das hat auch funktioniert. Also, die hat immer funktioniert. Ich wünsche, ich hätte die noch, um die auszuprobieren. Die fucking DLL-Datei. Die habe ich früher jedem geschickt. Ich habe jedem immer gesagt: lad einfach runter, wechsel die Datei aus. Und alles hier. Also habe ich natürlich nicht gemacht. Habe ich in Minecraft gemacht, Leute. Würde ich niemals machen. So eine Scheiße, illegale Sachen machen wir hier nicht. Illegale Scheiße machen wir nicht. Wer illegale Sachen macht, komm in den Knast, ihr kleinen Wichser. Okay. Ähm, ja, Leute. Würden wir niemals machen. Niemals. Das ihn ganz oft vorab gespielt, Ja, genauso wie das habe ich auch in meinen, das habe ich in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Oh je, yeah. ich habe immer gesagt, ich habe, ich ich, ich, hab, ich sage ständig, ja, mach dir mal Gedanken darüber. <laughs> Aber es passt auch so gut im Leben. Es passt einfach viel zu oft. Ich glaube, Leute, die mit mir mehr zu tun haben, die hassen diesen Spruch. Aber so ist es halt. Mach dir mal Gedanken darüber. Noch aus einem ganz alten Video von mir. Auch aus dem of wusha video tatsächlich. Okay Leute, wo müssen wir jetzt hin? Nach Shaolin-Maolin. Äh. Weißt du, was Manuel heißt? Ich schaue mal kurz nach dem Sound. Weißt du, was Manuel heißt? TeamSpeak. Irgendwie Manuel oder so? Daumen, Kino, Hafe, ja, ja, ja. Pirat, schwamm drüber. Hello, da drüben steht San Diego, also schwamm drüber. Ähm... Nee. Hier ist Sounds, ganz viele. Mit dich nur der Fick ist so faul zum Weg sein. Das sagt denn immer. wer sagt denn immer, dass ich böse bin. Hm. Lauf die schnelle finde ich. nicht. Oder ich muss ganz, ganz krank pissen. Ich muss kurz, ich bin gleich wieder da. Leute, ich muss mich da nochmal selbst loben, ne? Wenn es crispy, clean in der Wohnung ist und alles aufgeräumt und schön und überall alle Oberflächen clean sind, ich liebe das so sehr, Leute. Wieso kann es nicht immer so aussehen? Weil ich ein dummes Stück Scheiße bin. Das super faul ist, ja, aber. Aber wieso kann es nicht immer so aussehen? After Effects und Photoshop weg, Mann alles weg ich habe auch ich habe nichts mehr davon ich dachte mir easy werde ich das wiederfinden ja habe ich nicht ich hatte seitdem ich 12 13 Jahre alt bin photoshop und premiere pro ich habe das ist auch voll unfair für, für kinder die jetzt die jetzt nicht so technisch affin sind und sich sachen cracken und sowas oder ein bisschen angst haben und so ich hätte so viel kreativität und knowledge jetzt nicht wenn ich mir das damals nicht gecrackt hätte es ist schon ein bisschen Schade, dass es da eine Paywall hinter gibt. Also ich verstehe das, weil die wollen Geld verdienen. Das ist ein krankes Programm und das benutzen ja auch viele echte Filmstudios und jeder, jeder benutzt das. Aber so für kleine Philips, die kein Geld nicht mal für Videospiele hatten damals, wäre das schon scheiße gewesen, hätte ich niemals diese Programme entdeckt. Diese Programme sind mit dafür verantwortlich, dass ich... Das ist eine der, der Optionen, die ich, die ich mir habe, also ausgerechnet habe, als wenn ich Mathematiker wäre, Leute. Äh, Mediengestalter. Vielleicht werde, würde ich dann niemals den Plan haben, unter anderem Mediengestalter werden zu wollen. Oder sowas machen zu wollen. Es hat auch geistig so viel ermöglicht. Und das, weil ich die Scheiße gecrackt habe. Weil ich. Ja weil ich es in Kauf genommen habe, erwischt zu werden. Was aber natürlich, ja, ist nie passiert, aber... Man hat es schon einigermaßen in Kauf genommen und es ist viel zu teuer dafür, für das, was es ist. Also zumindest für junge Leute. Ja, es ist viel zu teuer, die Scheiße. Ich habe schon öfter überlegt, das zu holen. Das kann sich doch keiner holen, Premiere und Dings. Da musst du ja wirklich das professionell nutzen. Da musst du dann schon damit arbeiten. Aber du musst ja erstmal irgendwie da hinkommen, damit arbeiten zu können, würde ich sa sagen mal. Es war auch damals lustig, ich habe ja im offenen Kanal habe ich ja Praktikum gemacht <laughs> und wir mussten da damals irgendwie mit CS6 oder sowas mussten wir dort schneiden und halt die Programme von Adobe benutzen. Und wir haben uns die ganze Zeit gedacht, ja, hey, also, wir haben zu Hause Besseres. Ich habe meine 200, 300 Videos, die ich in meinem Leben gemacht habe, alle mit Adobe gemacht. Mit Premiere, ganz, ganz wenig mit After Effects, eine kurze Zeit lang, weil ich eine ganz kurze Zeit lang After Effects vernutzt habe. Das ist kompliziertes Programm. Und halt alles Mögliche mit Photoshop immer gemacht. Immer. Und jetzt habe ich es nicht mehr, es ist echt schlimm. Ich muss mich da auch nochmal drum kümmern, das irgendwie wieder zu bekommen. Ich merke es jedes Mal, ich öffne immer Online-Photoshop, Photopea oder sowas heißt der. Ich glaube, das heißt Photopea.net oder so. So ist schlimm. schlimm. Weil da auch nichts, also weil man kann die einfachen Shortcuts und sowas nicht verwenden und man kann allerdings es sind super viele Funktionen eingeschränkt. Oder halt veraltet. äh was also muss ich jetzt machen? Jetzt noch zweimal Shaolin, oder? Hab ich es geschafft, oder? Noch zweimal Shaolin. Ich werde auch langsam wieder... Langsam komme ich wieder rein hier ins, ins Stremen. Das nennt man noch so hier, oder? Ähm, zu dem Oti-Back auf eurem Bildschirm, Leute. Auf Süß! Es ist sehr süß. Immer komme ich online und es sind diese, diese verrückten Leute online, die meine hässlichen Emotes reinposten. Tag 1. Most Supporter, Leute. Ohne euch hätte ich, glaube ich, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel gestreamt hätte. Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja letztens rausgefunden, ich habe schon, hab schon 300 fucking Dollar gespendet bekommen, Alter. Habe ich niemals gedacht, ich habe das mal untereinander gesehen in meinen Auszahlungen von Twitch. Ich habe das damals gar nicht ansatzweise so mitbekommen, dass ich wirklich... Ich hab, ich wusste wirklich, ich habe gedacht, vielleicht 100, maximal 200 Euro, aber... 300, aber ich weiß nicht mehr, ob die 60 jetzt, die jetzt noch kommen jetzt am 12., ob die, noch, dann, dann, ob die da mit 3 berechnet sind. Leute, einfach über 300 Dollar. Das wäre niemals so weit gekommen, wenn ihr beide mich nicht. Wenn ihr Süßis mich nicht supportet hättet von Anfang an, Leute. Jeden Tag. Jeden Tag. Habt ihr eigentlich eine neue bubble maschine Nein, Mann. Die Bubble-Maschine ist tot. Tot, Darius. Nein, man, wir haben noch keine neue. Ich, ich muss. Ich tue sie auf die Liste warte. Das Ding ist, die war ausverkauft. Glaubst du, die haben die wieder? Seifenblasen. Maschine. Ente. Also die werden wir wohl wahrscheinlich nie wieder bekommen. Es gibt's ein Einhorn, aber. Kann ich irgendwo ein Loch mal kaufen auswählen? Habe ich das mit meinem Profil bestellt? Weil ich gehe mal auf meine Bestellungen. Ach, soll das 2000. War das noch 23 oder schon 24? Ich kann ja auch nichts zeigen gerade. Ah, hier 23. Das war November 23. Alter. Derzeit nicht verfügbar, Mann. Ich tu sie aber mal, ich tu sie auf die Streaming-Einkaufsliste. Äh, sie ist drauf, Mann, sie ist drauf. Die ist so toll. Mit der Ente und so. Naja, sie ist ja nicht kaputt, ne? Also die Ente könnte ich einfach wieder dran kleben. Also sie funktioniert ja noch. Aber auch das Bubblewasser. Wir brauchen neues Bubblewasser. Scheiße Mann, ich hätte sie zurückschicken sollen, als ich, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte. Du klebst die alte Ente dran. Ach so, doppelte Ente, ja. Zwei Enten sind immer besser als eine Ente. Statement. Was ich hier für Zeug sehe. Einfach eine blaue Perücke. Die sollte ich kaufen. Was ist meine, meine Bubble-Maschine hat gerade mal 60% gute Bewertung gehabt? Also 5 Sterne. Was haben die Leute denn gegen meine Bubble-Maschine? Hä, hey, die war doch mega. Was sagt ihr der 1-Sterne-Bewertung? Ja, die Bubbles sind nicht mehr so gut nach dem Erstmal machen, ja. Für meine Enkeln neu aufgefüllt, kommen keine Blasen mehr raus, ja. Ja. Ja, weil die irgendwelche, die hatten, die hatten magisches Mittel. Das hatte ich auch, ja, das stimmt natürlich. Zu schnell kaputt gegangen. Ja, 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 ja. Ja, da habt ihr wohl recht, Leute. Ja. Ja, die war schon relativ schnell hinüber. Aber in der Theorie würde sie noch funktionieren, wenn wir das richtige Bubbelwasser hätten. Wir haben einfach gezaubert. Wir werden nie erfahren, was das war. Ja. Denn selbst originales Bubbelwasser und, und das Bubbelwasser, was sie mitgeschickt haben und jedes Bubbelwasser, was ich absorbiert habe, was bubbeliges Bubbelwasser beinhaltet und wo bubbeliges Bubbelwasser draufsteht, hat... Nicht gebabbelt. Mit der Babbelmaschine. Also irgendwo war der Wurm da drinne, Leute. Heiß, du, manuell heiß. Das habt ihr gerade nicht gesehen, diesen Krampf, ja? Dieser Krampf. Bitte helfen Sie mir. Ich habe nicht versucht, auf diesen Berg aufzukommen. <laughs> Movement <laughs> Danke. Danke. Okay, dann habe ich es ja geschafft hier mit meinem, mit meinem, mit meinem, Daily Daily Zeug, Leute. Hab ich nicht mal mitbekommen, meine, meine fünf, meine fünf Tries hier, School Spy. Sehr gut. Nein, nein, das School Spy war's, School Spy. Ich hasse das Grüß beim Mann. Jetzt gehst du nach Jinling, Du Young, Go City, Night City, Chess Head und Sheeran den Chrysler, mein Freund. Mein Freundchen! Beruhig dich, setz dich sofort wieder hin. Es wird nicht nach Hause gegangen. Ach, Leute, ich muss. Ich muss nach dem Stream erstmal noch was essen. Und dann tue ich heute nur noch entspannen. Ich habe echt. Ich bin ja heute so am Hassel, Leute. Der Haslacking. Mann, ich würde euch gern voller Stolz meine Wohnung nochmal präsenten. Einfach Roomtour 2.0. Ich habe wirklich so krank wie aufgeräumt. Ich bin auch noch immer mit meinen Gedanken bei Schrubby Schrubby. Schruben, Schruben und wir Schruben, Schruben. Mein Freund der Sonne. Jetzt reicht es. Mein Freund der Sonne. Meine Freunde des Mondes, sag ich immer. Leute, wir sind hier Freunde des Mondes. Freund der Sonne werde ich hier aber nicht genannt. Da werde ich aggressiv und fehl um mich her. Ab nach Jinling. Ich mache mein Ding in Jinling, Leute. Ja, 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 ich muss reimen. So kennt man Moti. Ich bin bekannt dafür, in der Sonne zu sein. In der Sonne. <laughs> Dieses emote, das ist so super. <laughs> Haben wir schon ein Dulli Emote eigentlich gehabt von mir? Nee, ne. Ich kann ich kenne mein Portfolio meiner Emotes nicht. Das ist ja mega das Emote. <laughs> der Kloß, das passt auch mit der großen Nase. Das passt sehr gut, wenn man. Weißt du, welches Emote das ist? Das ist das hier. Warum geht das hier drin nicht? Das hier ist das, Mann. Das ist auch, wenn man was. Das ist, wenn man da, wenn man was. Wenn man was haha he-Lustiges he, oder äh. Eine Lüge erzählt, eine kleine oder so. <laughs> ja, Das ist es einfach. <laughs> Oh mein Gott, es ist so toll. Ich will hoch hinaus wie ein Stern. Shine bright like a star, baby. Da oben sind die Sterne. Hier unten stehen wir, Leute. Okay. Poetry. Po Trimody. Po modi. Ah. Gott und die Welt, ich erzähle dir von ihnen, von all den Sternen, die jeder hier sieht und jeder verschließt, seine Augen, die Schönheit der Welt in deinem Augenglied, gebändet vor all dem, was vor uns liegt. Das fällt mir gerade dazu ein, Aki. Okay? Das war einer meiner allerersten, einer meiner allerersten Songs, Leute. Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was es alles von mir für Songs gibt, Leute. Dann würdet ihr euch denken, okay. <laughs> okay. Die sind halt alle echt. Die sind halt alle echt nicht wirklich ausgereift und gut, Leute. Aber ich habe mich kreativ ausgelebt, würde ich sagen, ja? Ja, Leute. Und dadurch habe ich immer mal wieder schöne, mal immer mal wieder schöne Poetry Slams, die ich euch hier vortragen kann, wenn ich mal wieder von irgendetwas etwas getriggert werde. Was ihr mir hier in den Chat reinschreibt. Zusammen sind wir dann der Himmel. Oh, mein Chat hat gerade nicht funktioniert. Ich habe das dreimal geschrieben. Ach so. Bei mir ist es aber nur einmal angekommen. Was? Okay. Darius reported dich einfach. Stress. <laughs> Song leaks. Nee, nee, Leute. Ich mache hier ich mache hier ab und zu meine Lyric Leaks. Und dann reicht das auch. Das Ding ist, die sind halt echt nicht gut ausgereift. Manchmal, also ich höre die halt selber immer mal wieder. Was habe ich also, was habe ich damals so gemacht? Was habe ich so für Lyrics und so eine Scheiße? Aber, aber, äh, die sind halt nicht. Also ich finde die selber nicht gut. Ich denke mir immer, ach hier könnte ich noch was anders machen, hier könnte ich anders betonen, hier könnte also und allgemein der das Mix und Master ist einfach nicht vorhanden da. Es ist einfach nicht existent, Leute. Das hat nicht nur Mixtape-Feeling, das hat das hat halt wirklich alles Skizzen-Feeling. Das sind alles das sind auch alles nur Skizzen, weil ich nicht schaffe länger als eine halbe Stunde an so einer Scheiße zu arbeiten. <laughs> Ich denke mir immer, ja, Altmoti, Zukunftsmoti, der, der macht das schon, der, der macht das schon zu Ende, der regelt das schon. Aber Zukunftsmoti macht gar nichts, Leute. Zukunftsmoti ist genauso ein faules Stück Scheiße, wie, wie, wie Sind alles dieselben Stück Scheiße, Leute. Und deswegen, ja, sind alles nur Skizzen. Aber teilweise sind das schon ganz schöne Skizzen. Aber es bringt halt eigentlich weiter. Das ist halt, das will halt keiner hören. Leute wollen ausgereifte, fertige, schöne Songs hören, wo sich Leute 800 mal dieselbe Spur aufgenommen haben und die perfekte Spur ausgewählt haben und die dann perfekt gemixt und gemastert ist und dann laden die das hoch mit einem 10.000 Euro Video, Leute. Das wollen die Leute sehen. Die wollen keine Mixtapes. Vom guten Altenheim zu dem ODI, Leute, ja? Kurzer Real Talk, Mann. Kurzer Real Talk. Was hat Darius hier kurz angeheftet? Ich finde, Aki sollte auch eins bekommen. Ein was? Ein Emotimo, Ein Emoticon? Aber du warst ja auch noch ein Kind. Weil ich weiß jetzt nicht, was ich gesagt habe. Und zum anderen, da fließt wirklich viel Zeit dran. Was? Wo rein? Jetzt finde ich durcheinander. Äh, blau, lila, rot, schwarz. Blau, lila, rot, schwarz. Blau, lila, rot und schwarz. Wir wollen eins Mixtape mit Video. Ja. Ich, ich habe hab auch schon richtig viele Ideen gehabt und so. Ich hätte schon viel Spaß auch am Musik machen. Aber halt dann nur am kreativen Prozess, nicht am, nicht am ganzen technischen und da acht Stunden vor dem Monitor sitzen und jedes Mal dieselbe Spur nochmal hören und nochmal hören und nochmal hören und nochmal ein bisschen anpassen und nochmal ein bisschen perfektionieren. Habe ich gar keine Lust drauf, Leute. Ich hätte Lust daran, mir Konzepte auszudenken, die zu planen, die Musik, Texte zu schreiben, dann halt auch auszuführen, aber halt nicht dieses ganze technische Scheiß. Genauso wie bei, äh, bei Musikvideos und sowas. Ich hätte richtig Bock, da hätte ich sogar da habe ich sogar eine Hälfte Bock, Schnitt zu machen, aber halt nicht alles am Schnitt. Aber einiges am Schnitt. Am Ende würde ich dann doch wieder, ja, selber machen. <laughs> okay. Aber da hätte ich schon richtig Bock drauf. Aber dafür gebe ich halt so wenig da rein. Dafür habe ich zu viele andere Baustellen, an denen ich oder man, man sagt ja auch zu viele andere Hochzeiten, auf denen ich tanzen möchte, Leute. Ich möchte zu viel auf Eimer machen. Ich möchte ja auch streamen und irgendwie Media-Shit hochmachen, dann möchte ich im echten Leben noch irgendwie vorankommen. Ach Leute. Du musst, wenn du etwas wirklich krank erfolgreich machen möchtest, musst du entweder ein Gesicht haben, also schon, schon mal irgendwo bekannt sein und Leute haben, die das halt mit dir machen. Oder du musst halt wirklich voll in gehen dafür und leben und richtig reingehen, um damit wirklich so erfolgreich zu werden, wie du wie du es möchtest. So wie ich es von mir in MMOs gewohnt bin, Dinge zu erreichen. Das Real Life MMO ist halt ein bisschen komplizierter, Leute. Da musst du noch mehr full in gehen. Und das kann ich nicht. Nicht bei 5 Sekunden kann er sich merken, was er sagt. Ja, ja. Und deswegen hab ich insgesamt zwei Zuschauer hier. <lacht> <lacht> äh, und ein Dulli-Emote würde ich feiern. Ich habe auch noch welche auf. Was habe ich denn noch auf der Liste? Lass mich mal kurz schauen. Ich will einen Anfall-E-Mode machen, so ein. So ein anfall -E mode halt. Ein Moti-Rip. Einen Zittern-Angst. so ein. Ja. Und ein Moti-Muted. Aber ich glaube, das Moti-Muted brauchen wir gar nicht mehr. Das. Das passiert mir gar nicht mehr. Sagt er. Und bald fing es wieder an. Aber ich nicht. Und dann habe ich noch. Halt einmal dieses. Ich kann es nicht mal nachmachen. Keine Ahnung. Dieses. Das war halt in dem Moment. Ich kann es jetzt auch schlecht zeigen, oder? Kann ich zeigen? Hier. Hier, die beiden, Leute. Die beiden. Einmal das hier wollte ich noch mal und vielleicht, aber das weiß ich nicht ob ich das, aber das ist halt so ein hype Ding. Aber das hier, ich finde das Bild so super. <laughs> das ist einer der besten Bilder. Ja. Mal gucken, ob ich das umsetzen tue. Ansonsten habe ich noch irgendwelche Ideen hier drin? Ich habe für die nächsten für die nächsten 48er werde ich mir, werde ich nicht diese alle Namen auf meinen, das wird viel cooler sein, ich werde mir nicht alle Namen auf meinen Hals schreiben, ich werde ein weißes T-Shirt anziehen und alle Namen, die es haben, oder vielleicht auch den richtigen Amount an Kanalpunkten reinspenden, auf mein, auf mein T-Shirt schreiben. Das wird cool. Okay, Leute, das Leak, Leak, Leak. Was haben wir hier noch drinne? Wir haben als Bestrafung Haare färben. Was? Okay. Ich habe gute Sache schon hier drin. Haare färben als Bestrafung ist schon cool. Und Wii Sports Workout wollte ich machen. Was? Okay. Wii, Wii Sports Workout, Leute. Achso, und ich habe hier reingeschrieben, dass ich Bilder male. Und, und PowerPoints mache ich nur noch, nur noch am Wochenende oder im 48-Stunden-Stream. Aber das. Ist halt nur eine Idee, eine Überlegung gewesen. Damit das nicht überall zwischenzeitlich reingeklatscht wäre, sondern dass es jeden, weiß ich nicht, jeden Samstag zum Beispiel den, den Kreativstream gibt, wo es dann so eine Scheiße gemacht wird. Oh mein Gott, ich hab verkackt, oder? Wollte ich das jetzt von vorne machen? Ich hab, glaube ich, das erste Mal verkackt gerade. Ähm. okay, warte. Einmal. Ich muss mal die Liste wieder öffnen, Leute. Da. Ja, ähm ich habe Dinge in Minecraft erreicht. Uiuiuiuiui, ui, 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 okay. Ich würde so gerne wissen, wie viele Stunden ich habe in Minecraft. Kann man das? Also du kannst ja zumindest auch gucken, wie viele Stunden du auf dem Server hast. Aber ja. Ja, das wäre... Komme ich da jetzt nicht mehr rein? Muss ich die ab abbrechen? Ähm. Hä? Äh? Ich kann die Quest nicht abbrechen. Aber ich komme auch nicht mehr rein. Äh. Ähm, habe ich das verkackt oder habe ich Cooldown oder. Naja, dann mache ich den Ab nach. Ab nach Go City, Leute. Das ist gar nicht passiert. Das ist gar nicht passiert. Anfall-Emote auch nice. Ja, irgendwie halt, die brauchen für alle Situationen Emotes. Ich gucke ja ab und zu mal irgendwie den einen oder anderen Stream nach und dann fällt, ja, es ist sehr gut, seinen Stream nachzuschauen, weil dann fällt einem ein, was man in Situationen bräuchte. An Emotes und so eine Scheiße. Und dann kann man Dinge aufschreiben und sie für immer wieder vergessen. Du bekommst eine neue Hose. Ich habe eventuell gerade richtig... Was? Ich hab die eventuell gerade richtig dumm kaputt gemacht. Wie? Aki, ich brauch... ich muss mit irgendwas rumlaufen da draußen. Bitte pass auf! Meine Hose, meine alle meine Hosen sind gerissen, Mann. Ich hab. Ich hatte. Ich hatte meine eine Hose, die ist, die ist komplett kaputt gerissen, als Aki die hatte. Dann, also, ich hatte zwei von der Hose, dann habe ich jetzt nur noch eine gehabt. Dann bin ich damit Fahrrad gefahren, kaputt gerissen. Dann konnte ich mit der kein Fahrrad mehr fahren, damit nicht alle mein, mein linkes und rechtes Ei sehen, Leute. Beide, beide Eier, ja. Die werden auch, also ich muss die vertraglich einzeln erwähnen, Leute. Das haben die so, ja. Und, und dann habe ich meine alte Hose jetzt hier, meine alte Hose angezogen, die ich davor hatte die ich schon ewig nicht mehr getragen habe, die habe ich immer nur zum Wäschewaschen getragen, damit ich die beiden, die ich hatte, halt immer waschen kann. Und die war eigentlich relativ heil, bis auf dass sie halt am Schienbein. Das war die, mit der ich, mit der ich auf äh, mit dem Roller auf die Fresse geflogen bin. Da war das ist das Schienbein halt kaputt, also aufgerissen. Aber selbst diese Scheißhose, ich war da mit einmal Fahrrad fahren, direkt auch im Schritt. Nimm. alles alles aufgerissen. Leute, fahr kein Fahrrad, ich sag's euch. Aber die ist auch schon relativ, die ist schon sehr, sehr eng, die Hose. Damals habe ich noch sehr skinny getragen, wie es anscheinend aussieht. Der Skinny Boy. Der Skinny Boy mit der Skinny Hose. Ja Leute, jetzt habe ich in allen meinen Hosen Löchern drin. Alle. Alle Hosen genommen. Ich glaube ich sollte mein Twitch Money erstmal dafür nutzen mir eine Hose zu kaufen. weil ich brauche so viel Zeug ne ich brauche eigentlich unbedingt Mikrofonständer, aber das geht inzwischen wieder. Ich habe eine gute ich habe eine gute Möglichkeit gefunden das hier aufzustellen und so <laughs> Knallt gar nicht mehr so oft runter aber ich brauche unbedingt ich brauche Hosen Leute ich brauche eine Maus ich brauche ich will unbedingt ein Glücksrad haben ganz unbedingt will ich das haben für den Stream. Keine Ahnung, mal Leute, keine Ahnung. Geld ist knapp wie immer. Sag mal so, ne? Sag mal so, Leute. Bin froh, dass ich bin froh, dass hier Leo meine 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 WTFast rechnung übernommen hat einfach komplett random, weil er im Stream 15 Euro Co-File gesendet. Auf ehrenbruderballs. Ich habe mir davon wirklich direkt WTF geholt. Ich hab... ich zahle 16 Euro hier im Spiel im Monat, damit ich damit ich, damit ich einen guten Ping habe, Leute. Er fällt mir gerade auf. Ich habe die Fast gar nicht an. <lacht> okay. <lacht> ich merke nicht immer. Ja. <laughs> okay, jetzt ist es wieder an. Aber gerade habe ich auch nur Days gemacht, da merkt man es nicht so. Äh. Ja, aber ich will die Stunden insgesamt wissen. Ich würde auch so gern, ich würde so gerne insgesamt Stunden vom einfach Minecraft wissen. Das müssen die doch irgendwo hinterlegt haben, mein Mojang oder Microsoft. Ja, eher bei Mojang kommt, aber vom, vom Mojang kommt, oder vom, auf Microsoft übertragen und und so. 1235 Stunden auf dem Server. Das ist ja noch okay. Wenn man das so sagen kann. 1200 1235 durch 24 51 Tage reines Minecraft gespielt, okay? Hä, äh, falsche Zahl. 2500, was? Zwei, okay, 2500 sind schon ein bisschen ja. Dann lass noch mal den Rechner öffnen. 2500 durch 24. Äh ja, 140 Tage. 104. Ja, Darius, das sind einige Tage. Aber ich glaube, in WoW habe ich immer noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ich habe so viel WoW gespielt. Auf dem Server, Mann, mir geht's nicht gut. Einfach auf dem Server. Das sagt ich krank. Minecraft sagt 105 Tage. Ja, Mann. Alter. Aber auch ein paar Jahre, ne? Ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wie der Server jetzt schon online ist. So viel Geld an, an die Tralo gezahlt. Ich bin ein scheiß Server, ich wünschte, ich hätte, also damit, mit dem Geld hätte ich mir ja schon 38 Home-Server holen können. Auch etwas, was ich immer noch auf der Liste habe. Wir brauchen unbedingt irgendwann einen Home-Server, Mann. Wo ich alles drauf laufen lassen kann. Nie wieder Serverprobleme bitte. Und allgemein meine ganzen Daten und alles wären schon geil auf dem Server. Das wäre schon sehr, sehr nice. Meine ganzen. Ja, Aufnahmen für Stream und also Streaming-Scheiß und alles. Hä? Achso, ich hab Mystery Statue gelesen. Ich bin doch blöd. Ich brauche Mystery Script heute. Ich hätte auch gern, ich würde gern, auch wenn, auch wenn sie halt niemand nutzt, aber ist schon okay. Aber ich würde echt gerne meine alte Webseite wieder haben. Das war schon eine schöne clean Website. Die habe ich schon gerne, die habe ich schon gerne mal hier dem einen oder anderen gezeigt, wenn, wenn jemand so gefragt hat, was ich so für Internetzeug mache oder halt wenn es um Minecraft ging. Primäre mit, mit der mit der, auch der mit, der mit der Live Map drauf und so. Wo ich, die Live Map es ja auch nicht mehr aus irgendeinem Grund. Ich freue mich schon auf die Ziegen King Statue. Oder bald, ja bald. Ich sag's immer wieder, ich weiß. <laughs> aber ich spiele bestimmt ganz bald Minecraft. Eigentlich wollte ich mit Aki jetzt auch am am Wochenende spielen, aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Wir haben viel geschlafen und auf der Couch Zeit zusammen verbracht und sowas. Aki mag halt immer lieber gerne, wenn sie frei hat, ja, körperlichen Kontakt haben und nicht nur spielen immer viel Kuschelt oder oh, aber er payen wäre halt ganz viel. Ja. Aber zumindest am Kuscheln und so. Jetzt habe ich hier ich habe voll die ganze Zeit vergessen alles wieder einzuschalten, meine Meridian und so. Ich habe noch gar nicht meine ganzen Rüstungsheilerei gemacht, fällt mir gerade auf. Gleich mache ich das. Ach je. Aber dadurch sind wir irgendwie nicht dazu gekommen, Videospiele zu spielen. <laughs> ich brauche viel Körperkontakt, ja, man. Wir, wir schaffen es echt kaum zu spielen so. Wir nehmen es immer nur vor. Aber wenn Aki halt arbeitet, dann ist sie, hat sie kaum Zeit wegen Arbeit und wenn sie wieder mal frei hat, dann verbringen wir halt so viel Zeit auf der Couch und so. Oder gehen raus. Wir waren es den einen Tag, waren wir ganz viel draußen spazieren, waren essen und so. Aber ich will das auch wieder. Ich will das wieder streamen auch. Das ja, ist ja auch verständlich, wenn du so wenig Zeit hast. Aber dadurch kommen wir halt wenig zum Spielen. Und deswegen nimmt man sich wochenlang vor, Minecraft zu spielen und es dann nicht. Minecraft-Streams? Ja man, ich hätte schon Bock wieder auf Minecraft-Streams. Die guten alten äh, zu dem Innenkraft. <laughs> Streams. Ich muss schon wieder, Pipi, Leute. Ich muss schon wieder, wisst ihr? Zu viel getrunken heute. Ich habe auch langsam echt Hunger. Es ist schon 20 Uhr gleich. Oh je, mini. Ich habe gestern und vorgestern und so. Ich habe auch letzten Tage, ich habe fast gar nicht meine Dailies gemacht. Gestern habe ich viel gemacht, aber die Tage davor, die zwei, habe ich fast alles ausfallen lassen. Und hier in den Crisis habe ich schon seit Tagen nicht mehr gemacht. Ich sollte es eigentlich noch machen heute. Aber nicht mehr den Scheiß link Ciao bosse Ihr wisst, diese, diese Arena, was ewig gedauert hat. Genauso wie diesen Gegner hier zu töten. Oh mein Gott, wie schwerfällig kann man eigentlich sein? Ich muss pissen, Leute. Okay, ich bin sofort wieder da. Leute, ich sage es gern jedes mal, ja? Ich liebe es, wie crisp, clean es ist. <laughs> äh. Die Hose ist so eng, ey. Und ich sehe ich seh im Spiegel einfach aus wie Rudolf. Ich glaube, im Stream ist das nicht andersweise so schlimm. Weil ich hier sehr belichtet bin. äh hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, wie Leute was machen können, wenn sie arbeiten müssen. Keine Ahnung, die machen das, die machen halt das, was sie immer machen. Wenn ich jetzt arbeiten würde, würde ich auch immer noch meine drei, vier Stunden am Tag zocken, glaube ich. Man macht halt das, was man immer macht, ne? Seitdem ich elf Jahre alt bin, mit, neun, seitdem ich elf Jahre alt bin, ich spiele jeden einen Computer. Und so, so sehe ich auch aus, Leute. Schaut mich an. Wollt ihr so aussehen wie ich? Nee, wollt ihr nicht. Also hört auf, Computer zu spielen. Sofort, mach aus dem Scheißgerät. Sofort. Geh raus. Geh spielen. Geh spielen mit den anderen Kindern. Da muss ich nicht so den Scheiße machen. <laughs> okay. Uh endlich wieder Felder und Baumstreams. Ja. Ja, manchmal ist es nicht so unterhaltsam, ne? Aber aber äh ist es ja allgemein hier nicht so. Ich weit mein, schau dir an, was ich gerade mache. Ich mache zum 15. Mal exakt dasselbe im Stream. Zum 15. Mal exakt dasselbe. Leute, ich glaube, ich bin ich werde langsam immer verrückter im Stream, ja, langsam langsam. Langsam habe ich alle Schrauben locker. Jetzt wo ich noch ein bisschen krank bin, ich glaube das tut mir alles nicht gut. Lass mich mal kurz hier reingucken. Ich lese gleich direkt wieder den Chat, Leute. Ihr existiert kurz nicht. Eure Existenz ist pausiert. Ja? Ja. Water. Einmal das hier. Mm, 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 mm. Und Powder. Okay, nice. Dann habe ich das auch abgeschließt. Super super abgeschließt. Einmal heilen. Und dann einmal hier rüber teleportieren. Äh, hier, der, hier war das. Darf ich das noch? Ich weiß. Ich weiß das ADS so. Also ich weiß ja das ADS so. Ich habe das öfter gesehen, dass Leute, die ADS haben, nichts anderes machen können, als auf ihren Termin warten. Okay. Okay. Ja, weil man ansonsten, weil man ansonsten alles gleichzeitig macht und dann zu spät zum Termin kommt. Also so passiert es mir zumindest. Ich denke mir mal, ja Mann, ich muss gleich zum Termin. Ich muss gleich zum Termin. Ich kann ja noch kurz. Ich kann ja noch kurz hier reingucken. Und dann, dann wird aus kurz ganz, ganz lang. Und dann komme ich hier immer zu spät. Ja. So kennt man mich. Oder ich komme gar nicht. Wenn ich zu viel Zeit für, wenn ich zu viel Zeit für Trödel habe und mir denke, oh, oh, oh ja, da muss ich ja auch noch hin. Oh, ähm, ja, dann halt nicht. <laughs> ja, Leute, und deswegen war ich nicht so oft in der Schule. Okay. Das lag eher daran, dass ich immer nachts wach war. Nachts wach, Fakt, aber pass auf Meta-Mannschaft. Ja, meine Kraftstreams. Streams. Ich wette, er freut sich schon drauf, das Feld weiterzumachen. Er hatte damals so viel. Oh mein Gott, ich habe acht Stunden bestimmt gestreamt, um dieses Feld zu, zu machen, ne? Und am Ende war ich unzufrieden und mir gedacht, was habe ich eigentlich acht Stunden gemacht? Das war. Das war Psychose Stream. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat auch keiner. keiner hat das von vorne bis hinten geguckt, die Scheiße. Ich glaub, ihr habt euch alle gedacht, was passiert hier, ich kann das nicht mehr, lass mich bitte raus, ich halte das alles nicht mehr aus! Ich bin amazed, wie schnell der Brie Pinkel ist, laut Ich habe das jahrelang trainiert. Wenn du, wenn du in einem Raid oder in einem Dungeon oder Air Group bist, dann musst du aber auf Speed pinkeln gehen. Ich hab das Pinkeln perfektioniert, Bruder. Man nennt mich auch Moti. Der Expertenpinkler. Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. Ich möchte so assoziiert werden. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Einfach eine Superkraft. Ja, ja. Ich bin dabei zu lernen und auch andere Sachen machen zu können, wenn ich an einem Abend arbeiten muss. Das solltest du vielleicht. Das soll es vielleicht damit wir auch mal... damit wir auch mal Minikraft spielen können. Manchmal bin ich tot. Ja, ich, 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 spiele halt Computer, wenn alles ist. Die Welt kann draußen untergehen. Ich kann, ich kann hier ultra krank sein. Es gibt ganz selten, wo ich mal nicht am Computer bin. Aber ich lenke mich auch mit dem Computer ab, wenn ich krank bin, zum Beispiel. Mir geht's ultra scheiße, aber wenn ich Computer spiele, dann geht's mir, dann merke ich's halt nicht. Da geht's dir relativ okay. Kopium des Todes. <laughs> da muss schon, da muss schon, sehr, sehr viel passieren, dass ich krank im Bett liege. Ansonsten bin ich immer am Computer, egal wie schlimm es mir geht. Aber ja, okay, ich habe früher ja auch nicht viel gemacht, immer nur Bettchen irgendwann Zeit verballern und lesen. Ja. Yeah. Aber ich habe immer. Immer Ablenkung, Computer, immer am Zocken, 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 Spielen, 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 Dungeon, 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 Charakter, 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 Hochlevel, Level, Leveln, Looten, 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 Level, Level, Looten, Looten, Leveln. Okay, ich werd verrückt. Ich muss einmal meine Rüstung hier wieder reintun. Okay. Ja, es funktioniert wieder. Pass mal auf dich auf. Ich passe auf mich auf, ja. Pass mal auf. Pass mal auf, dass du auf dich aufpasst. Hi, Moti der Pinkler. Moti der Pinkler. Guten Abend. Guten Abend. So nennt man mich in Kreisen. Was geht, Mann? Was geht? Ach man, ich hasse es, krank zu sein, Leute. Wann hört der Schmerz auf? Aber nach Chat... Ja, so danach habe ich jetzt... Ich gehe einmal die Liste wieder durch, ja? Dem ist Donnerstag. Ja. Ja. Äh. Ja, ja, ja. Also, Bankquest. Gleich... Ach, ich muss doch TP machen, oder? TP muss ich noch machen. Aber ansonsten. Master Studentship habe ich gemacht. Rework Inner habe ich gerade nicht. T6 Dadies, ja. Sushu, ja. PE, ja. Demon Gatebox und School Spy, ja. Jin Ling, ja. Lu Yang, ja. Go City, ja. Night City, ja! Ist okay. <laughs> äh. Oh, meine, meine Ohren sind gerade frei geworden, geil. Vom Schnaufen habe ich doch die ganze Zeit dichte Ohren. Mega nervig, die brauchen manchmal Ewigkeiten, um wieder. Um wieder Ohren zu sein. Und Chess gleich auch fertig. Einfach keine Benachrichtigung bekommen. Frechheit. Was geht, King Brot. Ja, ich habe heute ich habe heute vergessen. Ich habe heute vergessen. Was geht, willkommen, Mann, willkommen. Leider gleich bin ich schon wieder gleich weg. Heute war ich nur einmal meine Dadies und ja, aber auf schnell und so. Ich habe heute schon... Ich bin aufgestanden und habe erstmal sechs Stunden oder länger meine Wohnung aufgeräumt. Ich habe alles crispy clean. Ich habe alles gewischt und gefegt und überall die Hörnchenhaare, also die, die Hörnchenbuschelchen überall weggemacht und alles. Ich hab mehrere, habe mehrere von den Dingen hier verbraucht, wegen dem ganzen Staub. Aber ich muss auch so schon die ganzen letzten Tage niesen. Mein Niesen ist so schlimm geworden... Normalerweise, wenn ich sauber mache, staubmäßig und so immer, ja, normal. Aber ich in den letzten Tagen teilweise muss ich die ganze Zeit niesen <laughs> und selbst wenn ich ich war letztens mit draußen bin rausgegangen mit dem Fahrrad gefahren, ich habe kaum was gesehen, weil ich die ganze Zeit niesen musste und irgendwie so öh, ich habe meine meine Nase ist gerade irgendwie meine Nase ist hinüber. Ja, der kranke Moti, Leute, der kranke Moti, Aber Natürlich für euch hier am Bean, live auf deinem Bildschirm M zu dem OT back auf deinem Bildschirm Schön, dass du aber hergefunden hast, Kingwood. Schön, dass du hergefunden hast. Welcome back, wie Englische okay, wir englischer Rücken. Kind gehen gehe ich einmal noch so Schuh und und guck, ob ich da eine, eine TP finde, Leute. Mew! Mew too. Ein guter Song, Leute. Das ist einer der besten UFO-Songs. Der beste UFO-Song ist Get the fuck out, yeah. 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 Ja, genau so geht er, Leute. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja, vielmehr. Aber es, es, es befriedigt meine Rezeptoren im Gehirn. Oder das, warum das im Gehirn übrig ist, Leute. Okay. Ich, ich mache mich heute ganz schön fertig mit meinen ganzen Sprüchen, ne? Ich glaube, heute, heute geht's mir ganz, gar nicht gut, Leute. Initiative. Kein Mobbing gegen Moti. Das kommt vom Sauberbach. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, durch Saubermachen fühle ich mich heute wie ein Sklave. Also muss ich mich auch behandeln wie ein Sklaven, Leute. <laughs> Was war das denn gerade? Mein Hals. Mein Hals ist irgendwie so trocken geworden, auch vom ganzen Reden, Leute. Das Stream tut mir heute nicht gut. Ich. Ich muss, muss bald gehen, Leute. Ich muss bald. Ich muss bald gehen. Ah, mein Hals fängt langsam an, richtig zu kratzen. Gar kein Bock, schon wieder krank zu werden. Und die TP ist schon wieder voll. Ich komme immer zur falschen Zeitpunkt. Ich kann eine alles lieber. Dann mache ich einmal einen Chien... Habe ich einen Chien Deng? <laughs> nee, habe ich nicht. Ich muss zu Fuß hinlaufen. Ich muss zu Fuß hinlaufen. Speis einfach all dein Content ein und mach KI-Moti. Easy. ist hier. Ja. Ich frage mich... Ich würde so gerne mal KI-Moti sehen, ne? Ich frage mich, wie so ein KI-Moti agieren und aussehen würde. Wird er auch die ganze Zeit seine Stimme so unterstellen? Und die ganze Zeit zachsen machen? Und die ganze Zeit... Ja. Versuchen Dinge zu tun, die unpredictable sind, welche aber im Endeffekt wieder predictable sind, weil ich immer unpredictable Dinge mache. Okay. Also würde die KI auch ständig die ganze Zeit irgendwie random sein. Dies und noch viel mehr, ja, Leute. Erfahrt ihr, wenn ich irgendwann mal KI Moti stream lasse. Für einen Stream. Würde schon mal interessant sein. Wäre schon sehr, sehr interessant, wie sich so eine KI verhalten würde, der man einfach alle meine Aufnahmen geben würde. Ich habe ja, ich habe bei dem Dead VOD Channel. Apropos Aufnahmen, Leute. Wollen wir mal reingucken? Mal reingucken, wie viele Klicks der Meister in meinem Internet hat, inzwischen. That Moti VODs, Mal reingucken. Alter! Stonky, Stonky, Monkey, Donkey, Alter! <laughs> Stark! <laughs> Leute! Stonky Moti, 770 Aufrufe! Und wie viele sind davon Dislikes, Leute? Was sagt ihr? Wie viele Dislikes habe ich? Ich hab ich hab ein Dislike auf, das King Brot ist wieder da, Video. Was haben die Leute denn dagegen? Scheiße, dem zeige ich's. Okay, okay. Ich lade jetzt noch drei Videos mehr hoch. Und alle heißen King Brot ist wieder da, Leute. Ich sag's euch. Ah. Es werden 7 Likes und 14 Dislikes gecounted. Oh je, yeah, der Meister hast du, Moti. Aber wie viel sind das wirklich? Wie viele, wer, wie viele oft hat sich die Person gedacht, die gedisliked hat? Dem zeige ich es richtig. Auf dem Video aber so sind nur 7 Likes und 6 Dislikes. Ja. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Hat irgendeine Person wirklich mit acht Accounts, acht Accounts gewechselt, um zu disliken? Weil das war meine Theorie am Anfang. Am Anfang waren das, glaube ich, sieben Dislikes, die mir gezeigt wurden, also im Dashboard, aber drei, die nur gecountet wurden auf dem Video wirklich. Da habe ich mir gedacht, ah, wahrscheinlich irgendjemand aus der Gilde oder irgendwie sowas, der mit mehreren Accounts gleichzeitig, also mit, mit mehreren Accounts gedisliked hat und das wird halt nicht alles angezeigt, sondern nur. Im Dashboard wird mir alles angezeigt und normal wird das halt rausgefiltert mit mehreren Accounts. Also, aber als ob da irgendjemand jetzt mit acht Accounts oder wenn es wenn, vielleicht waren es auch zwei mit mehreren Accounts gedisliked haben, kann ich mir schlecht vorstellen. Aber warum werden die dann, warum werden die dann nicht als, also als Spam erachtet und nicht gecountet? Kannst du den Namen sehen? Die, nee. die, nee, das kann man nicht gucken. So viel Daten gibt's denn doch noch. Ich weiß nicht, wer geliked und wer gedisliked hat. Ich würde jeden von euch persönlich anschreiben, Leute. Ja auch mit Video zu disliken. Ich komme vor in der Haustür. Little joke, Leute. Nee, nee. Aber interessant, Leute. Interessant. Aber relativ ausgeglichen. Ne? Ich habe ein Like mehr als Dislikes so was gecountet wird was allen angezeigt wird relativ ausgeglichen ich habe damit ge ich ich hätte mich nicht gewundert wenn das an die weiß ich nicht, an die 10k Aufrufe gekommen wäre und irgendwie weiß ich nicht 200 Dislikes oder sowas wenn das richtig auseinandergenommen wäre ach wegen der Thematik halt und weil es ein Livestream ist und im Livestream sagt man die Dinge ja alle ein bisschen Hä? Wieso kann ich nicht drücken? Bin ich noch live? Hallo? Ach, meine Waffe ist kaputt, lol. Meine Waffe ist einfach kaputt. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte, Leute. Bist du noch in der Gilde? Ja, bin ich, glaube ich, noch. Ich glaube schon. Ja, es hätte mir nicht gewollt, wenn das voll gehatet worden wäre. Aber, wenn es super gehatet worden wäre, wären auch wieder Leute reingekommen. Hä? Achso, der da. Leute, ich bin voll verwirrt. Wären auch wieder Leute reingekommen, die das eh nicht sehen. Und dann hätte man die vielleicht für die Community gefangen können. Aber, ja. Gefangenen Leute, ihr seid hier gefangen. <laughs> Aber leider nicht. So viel Aufmerksamkeit hat es dann doch nicht bekommen. Achso, ich wollte jetzt sagen, weil es ja ein Livestream ist und man da die Sachen alle nicht so gut ausdrückt, wie man sie normalerweise in einem Video ausdrücken würde. Ich habe das ja auch nochmal nachgeguckt, um die Timecodes rauszusuchen. Das war auch am Anfang noch nicht, das war wahrscheinlich auch nervig. Aber ich habe später Kapitel und Timecodes hinzugefügt, wo ich dann wirklich über die Thematik rede, damit Leute sich denken, zweieinhalb Stunden Video über World of Warcraft, gehen rein und denken sich, hä, das ist doch ein Livestream. Dass die Leute zumindest ein bisschen das finden. Aber beim Rewatchen ist mir auch, ja, würde würd ich ein richtiges Video darüber machen, würde ich das halt besser zusammenfassen, würde ich ein paar Sachen anders sagen, würde ich ein paar Sachen noch dazu sagen, aber ein Livestream ist halt ein Livestream, es ist wie ein Gespräch. Da fallen einem viele Dinge nicht ein. Da sagt man ein paar Dinge einfach anders, als man sie normalerweise sagen würde. Nichts so auf den Punkt gebracht. Ja, Dinge halt. Karte ist ja. Wenn ich es karten würde, dann würde ich es ja wieder... dann würde ich wieder Sachen hinzufügen wollen. Dann würde ich es von Anfang an komplett richtig machen wollen. <laughs> Weil dann, für gekatte, wäre mir das zu in informativ. So ist es ein Livestream. So kann man noch Augen zudrücken, weil es ein Livestream ist. Wenn man gewillt ist, ein Auge zuzudrücken. Am Ende sehen die Leute es eh so, wie sie es sehen wollen. Du müsstest einfach all die markierten paar zusammenschneiden. Ja, das schon schon. Aber dann steht das wieder. Das meine ich halt mit, dass das ist dann so alleinstehend. Würde ich wieder sagen, Dinge hinzufügen wollen, weil ich die nicht so alleinstehend in einem in einem nur das zusammengekatteten Video, glaube ich, haben wollen würde. Aber weiß ich nicht, weiß ich nicht, Mann. Wäre eine Überlegung. Aber dann ja. Wie gesagt, würde ich zu viel verändern wollen. Aber es wäre vielleicht besser für die Aufmerksamkeit, das stimmt. Das Thumbnail war schon relativ gut. Das Thumbnail war schon relativ gut. Aber ein, gut, ein relativ gutes Thumbnail zu machen, ist das auch nicht das Schwierigste auf der Welt. Man musste einfach nur ja, ein bisschen Zeit reinstecken. Bei dem hatte ich jetzt das Glück... Das war einfach von Anfang an meine erste Idee. Ich habe einfach gemacht und es sah sofort so aus. Aber auch wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann, dann kriegt man, glaube ich, schon viele so einer guten Funnace hin. Ich glaube, es hätte noch ein bisschen, es hätte noch ein bisschen besser also gegangen. Aber so war es auch schon relativ gut. Das, was ich geschickt habe, so. Putti? Ich streame. Okay. Wir schauen kurz rein, ja. Warte, wir gucken. Wir gucken mal kurz rein. Ähm. Das ist ja ein Clip. Alter, guck mal, das ist so viel Arbeit schon wieder. Diese ganzen Zooms und alles, Mann. Ich sehe so viel Arbeit. Ist okay. Okay. Okay, meine, das ist so viel Arbeit. Da bin ich, dann bin ich wieder, dann, ich, dann gehe ich wieder in den Arbeitsmodus, Mann. Das, das, wäre mir zu viel. Aber ja, vielleicht simpel geschnitten. Ich habe auch, ich hatte, da fällt mir ein. Ich hatte mir zwei Sachen rausgesucht, die wollte ich eigentlich rausschneiden als Short, aber, oh Mann. Wenn ich hier wieder alles anfange zu ernst zu nehmen, zu, zu, zu sehr rein zu hasseln, dann mache ich am Ende wieder gar nichts, weißt du. So. Ich muss einfach erstmal, ich muss erstmal einfach streamen, Leute. Wird nur besser. Der Content wird nur besser, ja. Es wird noch genug Content geben, den ich zu Shorts verarbeiten kann. Ja. Scheiße auf alles, was, was 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 mir jetzt durch die Lappen geht. Dass ich dadurch, dass ich momentan auch keine Clips und so mache. Oh mein Gott, was? Ich sehe so viele Animationen, die muss ich auch machen, Bruder. Ja, aber ich würde würd schon die eine oder andere Animation halt drin haben wollen. Es soll halt nicht billig aussehen. Ich habe Ansprüche. Auch die Shorts, mit die ich so inzwischen schon, also die ich das letzte Mal gemacht hatte, mit denen war ich auch noch nicht so richtig zufrieden. Aber das ist halt Perfektionismus-Scheiße. Da habe ich mir gedacht, ich lade die jetzt trotzdem hoch. Haben ja relativ okay funktioniert. Relativ okay. Haben ja schon ein paar mehrere hunderte oder tausende Klicks und Likes gehabt. Das ging ja eigentlich relativ gut ab mit den Shorts. Ah, scheiße, Mann. Noch nicht. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Aber selbst bei denen habe ich mir immer gedacht, ah, hier und da könnte man noch ein bisschen besser... Okay, Leute, Cheer in den ist gleich geschafft. Och man, mein Hals tut so weh. Ist ist so schlimm. Spieldauer. Darius hat mir einen Screenshot geschickt von seiner Minecraft-Spielzeit. 105 Tage auf dem Server. Oh je, Mini. Oh je, Mini, darius -san. Ich frage mich, wie viele St Ich kann's nicht mehr gucken, weil das mein Alter ist. Ach man. Ach, das ist eine Sache, die ich mit dem Hacker durch, das, durch den Hack verloren habe. Die Scheiß, mein Scheiß Minecraft-Account, den ich schon seit so vielen Jahren hatte, Mann. Den hatte mir Cora damals einfach gekauft, weil ich immer gecrackt gespielt habe. Und die wollten, dass ich mal mein normales Minecraft habe. Manu und so, die klicke. Meine Capes sind weg, mein Minecraft-Account ist weg, Mann, Mann. Und ich zahle jeden Monat 10 Euro für, für, für Minecraft, genau. Für Discord Nitro, was ich nicht benutzen kann und was ich auch nicht abmelden kann. Und Twitter antwortet mir nicht. Also Discord auf Twitter. Und auch nicht im Support. Leute, was soll ich tun? Gehackt werden ist nicht lustig, Leute. Merkt euch das. Merkt euch das. Mir wird langsam ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Vom ganzen Reden. Mir geht's gerade gar nicht gut, okay. Och Mann, wieso werde ich denn krank? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht schon wieder krank. Ich war erst letztens krank. Aber egal, Leute. Solange ich, solange ich gehe und solange ich stehe, jeden Tag hier online, ja? Und wenn wir uns eine Stunde anschweigen. Ich sitze hier und mache meine Dailies, ja? Wir ziehen, Leute, durch, Leute, wir ziehen durch. Dafür sind wir ja hier auf Trash Moti. Dafür, dass man auch einfach mal einen Durchhänger haben kann und einfach mal Streams haben kann, die einfach halt einfach da sind, ja? Einfach da sind. Nicht so viel Power, nicht so viel Action, nicht so viel Konzept, nicht so viel gute Laune. Auch einfach mal Scheißlaune, Leute. Einfach mal traurig sein, einfach mal depressiv rumhängen. Einfach mal komplett krank sein und Zuschauer voll husten, Leute. All diese Dinge nur bei Trash Moti. Nur bei Trash Moti, Leute. Ich diese, mich nervt die Instanz gerade richtig, ne? Ich will, dass es einfach aufhört. Ich will meine TP machen, will essen und will mich nur noch auf die Couch chillen und gar nichts mehr machen. Werde ich sowieso nicht machen. wird wahrscheinlich hier sitzen und die ganze Zeit irgendwelche Videos mir reinschallern. Und Leute, wie geht's euch? Irgendjemand hier, der mir von seinen. von, von, von seinem, von seinem Zustand erzählen möchte? Was machen Sachen, Leute? Und wie geht's, wie steht's, Leute? Ihr erfahrt hier so viel über Moti. Ich erfahr so wenig über euch. Erzählt mal Lebensgeschichten, Leute. Erzählt mal Lebensgeschichten. She den Crisis ist so langweilig. Deswegen habe ich das auch nie gemacht, ey. Nie. Gar ja, kein Bock. Nichts, Leute, nichts. Habt ihr kein Leben. Oh, ja, deswegen schaut ihr auch Moti. Okay. Habt ihr euch schon ausgeklungen jetzt? Oh. Jesse, kommt rein, alle klingen sich aus. Oh, Mann. Da Jesse, macht dir mal Gedanken darüber. Okay. <laughs> Spaß, Mann. Die haben dir einfach den Stab gegeben, ja? Den Unterhaltungsstab. Ich glaube, ich, glaub, ich streame auch gar nicht für euch, sondern ihr seid für mich da, Leute. Das ist hier eigentlich Moti Babysitter. Es kommen immer Leute in den Chat und der eine nach dem anderen kümmert sich um mich. <laughs> Mir ist auch nicht so gut. Ja, irgendwie... Irgendwie ist nicht gut, ne? Aber naja, Leute, naja. Genießt den Stream. Oder auch nicht. Muss man ja nicht so gesprächig sein. Man kann ja auch einfach mal zuschauen, wie Moti krank vor dem Computer sitzt. Und mit sich selber redet. Verbindung zum Chat. Jetzt ist auch noch der Chat abgestürzt. Oh je oder so, jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Jetzt ist der Chef wieder da. Geil. Crisis. Ach, ich mag das hier ganz und gar nicht machen, ne? Aber ich kann hier drei, bis zu drei von diesem Token jeden Tag bekommen. Und das sind jedes Mal so fünf bis fünfzehn Liang, die ich mir spare. Auf die Masse macht das schon was aus. Habe ich eigentlich alles drin, was ich so. Ich habe alles an, oder? Ja, ich glaube schon. Ich, ich komme mir so vor, als wenn das so lange dauern würde. Ich weiß schon, warum ich das immer ausge ausgelassen habe. Okay, deine Hose sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ich kann echt nicht mehr. Ist okay, solange. Aki macht näht gerade meine Hose wieder heil. Ich habe eben von meiner Hosenmisere erzählt hier und wie alle meine Hosen kaputt sind. Aki näht gerade mein Loch da, damit man, damit ich nicht alle meine Eier präsentiere, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und da bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht, Aki. Ich hoffe, also ist ja okay, solange einfach da kein Loch ist und man Schwarz, also schwarzen Stoff sieht anstatt meiner Haut, ist ja auch alles in Ordnung. Dann sieht die halt ein bisschen zusammengeflickt aus, aber ist ja auch voll okay. Es ist nur Hose, sage ich dazu. Hosen sind halt Hosen. Hosen müssen von weitem gut aussehen. Hosen werden niemals dreckig. Hosen halt. Typische Hose. Solange sie aus 5 Meter Entfernung ganz okay aussieht, ist alles in Ordnung. Zwei Stück bekommen. Ja, Mann, zwei sind geil. Die nehme ich nicht mehr mit, wenn ich sie nicht brauche. Dann einmal den reinfetzen. Und einmal das hier reinfetzen. Und dann nur noch TP, Leute. Nur noch TP und dann... Dann darf ich in den wohlverdienten, in den wohlverdienten Feierabend, Leute. Aber wirklich, Mann. So viel sauber gemacht. Mein HF wushu gemacht. Dann habe ich wirklich alles gemacht. Dann wird nur noch Aki geholfen beim Kochen. Und dann wird nur noch gechillt, Mann. Aki hat er nur noch eine Stunde. Wir müssen unbedingt auch langsam anfangen zu kochen. Du kannst in eine Hose scheißen, die werden niemals dreckig. Genau. Ja. Facts, statement, Leute. Klippen hochladen. So und nicht anders. Das ist vielleicht der eine Fall, in dem Hosen ein wenig, ein wenig. An ihrem Glanz verlieren könnten. Wenn du halt straight up in Scheiße reinfällst, dann, also mit deiner Hose, dann könnte es vielleicht ein wenig stinken. Aber ansonsten, Leute, Hosen werden niemals dreckig. Merkt euch das. Sagt das euren Eltern, wenn ihr eure Hosen waschen wollt. Nein, nein, Mama, meine Hose ist nicht dreckig. Hosen werden nicht dreckig, sagt Mutti. Schaffe ich es jetzt in eine TP reins? Oh mein Gott. TP plus 3, Leute. TP plus drei Oh mein Gott. Lass mich rein. Geil. Nee, lass sie eine Woche liegen und ist wieder sauber. Ja, das kann natürlich. Ja? Ja? <laughs> ja? Das stimmt. Aber auch wieder. So zur Hälfte. Ah. Die Hosenfacts, Leute, die Hosenfacts. Mir fällt auf, ich habe meine Briefe schon wieder hier so hingelegt, dass, wenn ich wieder anfange, meinen Tisch zu, zu, zu streamen, dass ihr mal wieder alles seht. Habe ich jetzt mal wieder angepasst hier. Leute, es ist das so crispy clean in der Wohnung, oder? Ne? Ich liebe es, wenn es so sauber ist. Ich wünschte. Es wäre immer so sauber. Leider muss man das selber machen. Ach, Leute, es ist das so crispy clean. Ich muss, das, ich muss das in dem Stream jetzt noch zehnmal erwähnen, während ich diese TP mache. Hosen, reinigen Sie sich selbst. Ja, Mann. Willst du Nuggets oder Bratwürstchen? Ich würde schon lieber Bratwürstchen vernaschen. Und Curly Fries. Bratwürstchen und Curly Fries, mein Schatz. Mein Schatz. Aber ja, Hosen reinigen sich selbst mal. Hosen reinigen sich selbst. Ich glaube, die haben einfach so viel Reibung und wenn es regnet und sowas, dann die 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 werden einfach wieder, die werden einfach wieder sauber. Wie lange Leute, wie lange tragt ihr eure Hosen, okay, bevor ihr sie wieder wascht? Ah. Meine Nase am kribbeln. Der Ofen heißt schon vor. Geil. Hungermann. Ach, scheiße, ich hab gar kein. Ich hab kein Second Skill drinne. Leute, sagt doch was. Nein, jetzt habe ich den Falschen angeklickt. Jetzt mache ich alles kaputt. Äh, Wudang, Wudang, das hier, einmal das kultivieren. Und das hier. Single Sword. Das auf Set Cultivation. So. Okay. Läuft wieder. Ich zieh sie nie aus. Ach so. Ja gut. Gut. So kann man das natürlich auch machen. Ah. Wisst ihr, wann Hosen auch nicht dreckig werden, Leute? Einfach nie wieder eine Hose tragen. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ich wasche Hosen, echt selten. Ja. Ja. So, oh, die Hosen sind ein sehr interessantes Thema. Ich nenne die heutige Folge Stream. Ich schreibe es dir schon mal auf. Niesen und... Ähm. Ähm. Eine dumme Scheiße, kann man nicht so einen Titel schreiben, ne? Aber Bullshit kann man schon. Aber Bullshit habe ich jetzt letztes einen Titel verwendet. Ähm. Ich bin dran, Moment. Leute, ich, ich, ich spare mir heute komplett die Arbeit. Ich mache einfach im Stream schon mal. Meine ganze Nacharbeit. Ar ich muss schon wieder pissen, Leute. Es ist wieder soweit. Äh, auch meine Blase ist komplett. Ich werde ich werd komplett krank. Wenn ich, wenn ich pinkeln muss, dann muss ich pinkeln, Leute. Normalerweise kann ich ewig halten. Ich habe normalerweise Gamerblase. Ich schwöre. Ich schwöre, Leute. Auf irgendetwas, was mir lieb und heilig ist. Normalerweise habe ich eine Gamingblase, ja. Aber jetzt muss ich ganz schön los. Da ist er wieder, Leute. Da ist er wieder. Spiel, was? Spieler 10.000 Micro-Management-Dinge. Niemand hat einen Durchblick, sei es Moti. Sag doch was. Was? Was? Saubere Mann. Ja, saubere Mann. Habe ich, hab ich das schon erwähnt, während du drin warst? Oder ich sag's einfach, ich bin Streamer, ja? Ich bin Streamer. Ich sag alles 500 Mal und ihr müsst euch das 500 Mal anhören. Oder auch nicht. Hört doch einfach woanders zu, Leute. Nein, bitte bleibt hier, Leute. Okay. <laughs> äh, ich habe heute, bin ich aufgestanden habe erstmal sechs, sieben Stunden lang die Wohnung komplett frisbee clean gemacht, Mann. Ich habe heute Frühjahrsputz gemacht. Ich hatte die Motivation heute mal. Eigentlich wollte ich nur den Abwasch machen nach langer Zeit mal wieder. Weil da waren so viele, so viele Gläser, die unabgewaschen waren. Ja, komplett alles war voll, bis zur Fensterbank wieder alles komplett voll. Halt, habe ich mir gedacht, mache ich vielleicht mal den guten alten Abwasch und auf einmal habe ich alles gemacht. Toilette, Bad komplett. Ich habe jeden Raum gefegt, jeden Raum gesaugt, überall auch in den Ecken und alles. Ich habe nach zwei Jahren mal, ich glaube, zum ersten mal, oder Archie ich meinte zum zweiten Mal, aber ich meine zum ersten Mal. Aber keine Ahnung, ist auch scheißegal. Habe ich mal unter der Couch die Couch hochgehoben und weggerückt und sowas und habe da sauber gemacht. Und so du Scheiße. Alter, ist das so anstrengend. Aber ich merk's auch. Mein Hals tut weh, wenn ich rede. Es nervt langsam richtig. Vom ganzen Staub wahrscheinlich. Am Buddy, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Weil Spieler 10.000 Micro Dings, Dinge und niemand hat ein Dings und Dings, hier Dings, ja? Habe ich jetzt nicht gedings, Mann. Habe ich jetzt nicht gedings. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, Mann. Jetzt weiß ich es wieder. Ich bin Profi-Streamer. Ich hatte gerade Probleme hier mit meinem Kultivierungszeug, ja? Ja, okay, okay, Leute. Sag doch was. Ich freue mich gleich zu essen, Mann. Ich freue mich gleich zu essen. Ist ja müde schon. So sieht das aus, Leute. So sieht das aus, wenn ich meine Dailies mache und nicht streame, ja? Spannend, oder? Vor allem, wenn wir auch keine Tee mehr hier haben, Leute. Ich sitze hier und warte. Okay, normalerweise schaue ich immer nebenbei Videos. Ich habe auch den letzten Tag hab ich wieder so viel Scheiß geguckt. Ich habe auch mit Aki endlich endlich mal wieder die ganze. Ich habe ich habe ich schaue jeden Tag, wenn ich auf YouTube gehe, mache ich gehe ich mache erstmal YouTube auf, dann gehe ich rauf. Blende erstmal alles aus von vom Also, ich habe halt Kanäle abonniert, die machen auch Formate, die möchte ich nicht sehen. Tue erstmal alles, alles ausblenden, was ich nicht sehen möchte. Und fange dann an, meine komplette Abo-Box zu gucken. Wenn ich so viel in der Abo-Box habe, dass ich den Überblick nicht mehr wirklich habe, mache ich mir eine Wiedergabeliste, mache dann eine Hinzufügung zur Wiedergabeliste, das, das, das und das. Mache immer mehr in die Wiedergabeliste rein. Und ähm, ja, mache dann eine Playlist daraus, die ich dann einfach runterlaufen lasse mit dem, mit dem Datum von dem Tag dann. Und die schaue ich dann teilweise zwei, drei Tage, wenn das so viele Sachen sind. Aber bei den Sachen, die ich halt, ich habe jetzt einige Formate, die ich mit Arki zusammenschaue, wie zum Beispiel Tomatolex und sowas. So richtig offiziell, offizielle Sachen oder Jules und sowas. So richtig gute Formate, die äh, mache ich dann immer auf die mit Arki-Playlist und gucke die dann später mit Arki zusammen so kriegt Aki das auch alles so ein bisschen mit. Und wir haben was süßes zusammen zu gucken, weil die Sachen, die möchte ich dann meistens sowieso eher aktiver gucken und dann passt das, weil wir die dann auch meistens beim Essen oder so gucken. Dann kann ich aktiv drauf gucken. Und Aki hat's auch noch gesehen. Was hast du so geschaut? Das ist immer das Ding, Mann. Das ist immer das Ding. <laughs> Auch wenn Aki, oh Mann. auch wenn Aki mich fragt, so nachdem ich mal wieder acht Stunden Videos geguckt habe, was hast du geguckt? Äh, ja, das ist wie mit, das ist wie mit Shorts gucken, man, mit Shorts scrollen, weiß ich doch nicht, was ich geguckt habe, würde ich, keine Ahnung, wird mir jetzt aus dem Stehgreif nicht einfallen, man. Wir haben, wir haben das neue Behind the Scenes von The Seven in the Wilds geguckt. Auch so, ein, auch so eine interessante Sache. Wie ich, wie mir ist aufgefallen. Ich und Aki haben auch von der letzten Staffel, wir haben die komplette Staffel nicht gesehen, aber wir haben das komplette Behind the Scenes zusammengeguckt. Weil, weiß ich nicht, das Behind the Scenes ist einfach schnell geschnitten, das hat man super schnell Informationen, hat den Hype und sowas. Ist interessantes Video, aber so Seven in the Wilds an sich selbst? Ja. Ja. Ist nichts, wo man jetzt so aktiv permanent hinstarren möchte. Dafür ist es mir nicht spannend genug. Das wäre eigentlich eher ein Format, was ich alleine gucke, aber dadurch, dass ich das vor mir vorgenommen habe, mit Aki zu gucken, habe ich es nie geguckt. Ich schleppe den Tag und scheiß drauf. Ich mag, wie, wie K1 hier float. Das sage ich sehr gerne, Leute. Das sage ich sehr gerne. Okay, damit ist die TP auch abgeschlossen. Geil. Okay, Leute. Ich hoffe. Ich hoffe, morgen werde ich weniger krank sein. Und morgen werde ich auch weniger ausgelaugt sein, weil ich vorher nicht sechs Stunden sauber gemacht, ha gemacht haben werde. Ich hoffe, morgen wird es hier wieder ein bisschen spannender, Leute. Nicht so verschnupft und nicht so heiser. Ich hoffe, das mit, mit der heiser geht ganz schnell wieder zurück. Ich schone meine Stimme gleich ein bisschen. Ich hoffe, morgen geht es mir einfach wieder besser, Leute. Aber hier muss ich hin. Danke für eure Augen, Leute. Dass ihr mir trotz dessen der ein oder andere zugeschaut hat und dass der ein oder andere hier in mein Stream reingefunden hat. Auch wenn ich heute niemanden eine Benachrichtigung geschickt habe, sondern auf Undercover hier ein bisschen online bin, Leute. Da ist ja Darius wieder, Mann. Da ist ja Darius wieder. Existierst du auch noch, mein Bruder? Ich hab dich vermisst. Oh, meine Nase. Ich glaube einmal. Oh je. Oh je. Oh nee, ist glaube ich nur ein Blinder. Ich glaube, der kündigt sich nur an. Oh, Toodles. Ein Sicherheitsschnaufer, Leute. Oh meine Nase. Ein bisschen sieht man das, ne? Naja, Leute. Der Rudolf, der sagt jetzt tschüss. Ähm, Jesse hat noch was geschrieben gehabt. Ich habe heute ein Digital Foundry. Ok Okami Vergleich Video gesehen, Isaac Glaves Moves in Sunbreak, das Real Talk Video von Marvin Watson, leak ein Typ, der mein, meine eine Magic Karte sechsmal gesleeved hat, <laughs> Lego Star Wars, Hidden Combat Mechanics, ich kannte alles scam Video, okay, die Zerstörung von Peter Jackson und Yugi card Analyse Alter, also ich könnte das nicht so aufzeichnen, auf aufsagen und noch viel mehr. Courage Scheiße und wird Amerika. Krass war, krass, Mann. Aber ich habe heute auch noch nichts geschaut. Ich wüsste. Ich wüsste echt nicht so jetzt, was ich geguckt habe. Aber mein Kauf funktioniert auch auf 99% Muscle Memory. Ich brauche einen Hint und dann weiß ich wieder alles. Aber so aus dem Stehgreif finde ich die Dinge meistens nie in meinem Kopf, Leute. Mein Kopf, der ist so durcheinander, da ist so viel drin, da ist so alles durcheinander. Ich teste da gar nichts. Ich finde da so viel wie auf meinem Computer, Leute. Mein Computer ist, ist, ist ein Abbild meines Kopfes. Zum Glück könnt ihr den aber auch nicht sehen. Okay. Okay, Leute. Auch in meinem Kopf ist genauso wie in meinem Computer alles. Jules hat letztens ein Bild daraus, davon getwittert. Ich habe das gesehen gehabt. Manchmal wird mir, werden mir Jules Suites ge, äh, gezeigt. Der ist sehr gut im Algorithmus, auch wenn ich ihn nicht abonniert habe. Ähm. Und der hat alle Dateien so A, S, D, D, einfach nur auf die Tastatur gehauen. Irgendwelche Buchstaben bei mir, auch alle Dateien und irgendwo und irgendwelchen Ordnern. Und Dann habe ich mir versucht, irgendwie Ordnung zu machen und habe dann Ordner erstellt. Aber dann habe ich vergessen, dass ich diese Ordnung erstellt habe. Und dann mache ich wieder woanders Ordnung und ist alles wieder unordentlich, weil überall ein bisschen Ordnung ist. Leute, das Leben, das Leben, Leute. Außer wichtige Sachen. Bei wichtigen Sachen versuche ich es auch, aber... Es funktioniert nicht so richtig. Okay, Leute. Okay. Ich danke euch. Hör auf mich jetzt in Gespräche zu verwickeln, Mann. Der Stream ist jetzt vorbei, ja. Die ganze Zeit sitze ich hier und, und weiß nicht, worüber ich reden soll, ja. Und auf einmal, okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder da seid. Darius, Aki, Jesse und King Brot habe ich heute im Streaming-Chat gesehen. Und es hat. Mich gefreut, Leute. Danke, dass ihr wieder da wart. Real Talk. Und ich hoffe, morgen ein bisschen gesünder wieder. Bis dann. Bye, bye. Lange verabschiedet jetzt, yes, Leute. Ich hau es endlich ab. Ich verpiss mich jetzt endlich.